das sind wir. Wir in guten, so in schlechten Zeiten, ja, das sind wir. Stehen und fallen zusammen, was auch passiert, was auch passiert. Kann man so süß sein? Das ist richtig, dass man... Die Bohnen waren teuer, Kaffee ja, ist teuer. Echt so. Kaffee ist teuer. Okay. Ja, nee. Und ja. Das erste ist, wenn du ausgezogen bist, dann musst du es nämlich alles selber kaufen. Ja, okay, jetzt halt die Schnauze. Also, du hast Geburtstag bald. Wann? Ja, bald. Ja, wann? Ja, weißt du es nicht selber? Sonntag habe ich Geburtstag. Ja, und heute ist? Dienstag. Und heute machen wir die ersten Vorbereitungen. Du feierst in der Garage mit wie vielen Leuten? 40. 40 Leute, davon zwei Mirelles Freunde. Genau. Ja, genau. Und Mirelle hat uns sogar eine Geburtstagsliste geschrieben. Schon natürlich im Januar, ganz vorbereitet. Bildlich. Bei allem bitte Lulu nach Rat fragen. Sie kann gerne bei Wunsch 4, 5 und 6 mitgucken. Nee, und da fühle ich mich auch total geehrt. Ja, Fübel, Digga, seitdem wir gegessen haben. Junge. Hauptsache mit Käfsche oder was? Ja, machst du jetzt noch Mutti oder was? Mirel, hast du Mama gar nicht gehört? Die Bohnen sind teuer! Hier findet das Ganze, ja, die Party statt, sag ich mal. Hier ist noch von Lulu 18 ein paar, Erinnerungen. Ach du Scheiße! Ja, ich meine, das bin ganz klar ich. Das muss Lulu weg. Können. Was? Mama, kann man das wegschrubben? Der Club hat natürlich auch einen Namen. Wir sind uns nicht ganz sicher, ob The Wood oder The Cage. Wie wär's mit The Wage? Nee, also war tatsächlich, nee. Heißt das überhaupt Wood? Wood. Der sagt doch nicht Holz, oder? Nee. Nein, der sagt es Wood, glaube ich. Ach, Wood. Wood. Und da kommt sie, die einzig wahre. Der Bass. Britta Maschul. So, Britta, sag uns, was wir hier überhaupt anfassen dürfen, denn ohne dich wird hier natürlich nichts angefasst, ne? Ja, also ich habe mir das so überlegt. Folgendermaßen. Punkt 1, alles nach meinem Kommando. Punkt 2, ganz genau, wie ich das will. Punkt 3, den überlege ich mir noch. Der ist ausgesplittet in 3 weitere Punkte. Oh, okay. Bloß nicht die eBay-Sachen anfassen. Stell dir vor, da sind... Fingerabdrücke drauf, dann krieg ich die nicht mehr verkauft. Dann kann Flohmarkt machen. Ja, okay, los. So, ihr Lieben. Einmal Eintritt kostet ein Regal. Ab hier ist zu dann, Mirel. Dann habe ich ja weniger Platz. Ja, Mirel, was denkst du? Soll ich das Holz verbrennen? Soll ich schon mal vor Ostern Osterfeuer machen? Oder was? Dude, Digga. Mach jetzt. Batscho, okay, bitte aus dem Weg. Batscho. 1, 2, 3. Oh ja, super, Digga. Okay. Und los. Ja, mega. Da macht sich das Gym total bezahlt. Ich sehe schon gleich das Salz in unserem Rasen. Eieiei, da kommen richtig die Adern raus. Sie hat jahrelang Rico rumgetragen. Als Baby. Oh, Ehrenlos. Bis zu seinem dritten Lebensjahr hat er mindestens 25 Kilo gewogen. Und komm zurück und wieder Brust. Oh, wow. Morgen muss ich die ins Krankenhaus fahren. Ich sag dir das. Mirel, hast du da eine besondere Technik? Schmeiß-weg-Technik. Und hier haben wir ein ganz seltenes Stück aus dem Ungarn. Und da fällt mir glatt das Lied ein. Lebt denn der alte Holzwichel noch? Holzwichel noch. Holzwichel noch. Ja, beschreib mal deine Situation, wie du gerade die Ratte, Chinchilla oder was auch immer das war, gesehen hast. Und wie geht's dir jetzt erstmal? Ja, also ich bin total durch den Wind, wie man wahrscheinlich auch sieht. Und ja. Ich weiß nicht, vielleicht war es auch ein Chamäleon. Ich war in dem Moment total nicht bei dir, Und ich stand hier und ich schaute raus. Ja. Wollt mal gucken, wer da so guckt. Und dann sehe ich, da guckt tatsächlich jemand. Ja. Und ich dachte, was bewegt sich da? Und dann war das tatsächlich ein dicker Ratten-Oschi, Chinchilla. Chamäleon! Und jetzt ist er hinter der Plane, ne? Mama, vorsichtig! Du hast ein Trauma, kann das sein? Ja, weil ich ja von der Maus schon mal gebissen wurde. Was machst du, wenn jetzt hier rausrennt? Junge! Ich wie bei Mario. Dann setzt du das in deine Geburtstagsgruppe und alle sagen ab, dann haben wir Ruhe. Wie kriegen wir die denn da jetzt raus? Mögen die auch Käse, wie Mäuse? Frag mal. Magst du lieber Giramont oder Old Amsterdam? Meine Mutter macht das jetzt natürlich hier mit Gewalt und viel Rauschen und so, aber ich habe da eine andere Technik. Ich rede einfach mal unter vier Augen mit ihr. Okay, mach das mal lieber. Hallo? Ja, hör mal zu. Wir haben ja tatsächlich nächste Woche einen 17. Geburtstag und ich weiß nicht, also wie du da zu Partys stehst, aber du kannst natürlich auch mitfeiern, so ist es nicht, aber würde mich schon gern erstmal kennenlernen, um auch zu gucken, ob du der richtige Umgang für meine Schwester bist. Sie will nicht. Oh mein Gott!
Ich mich erschreckt, Alter. Take her to the candy shop. Ey! Wir stimmen uns schon mal ein, weil morgen ist Mirelles Geburtstagsparty. Mirelle. Bei der du nicht eingeladen bist. Aber mithelfen soll ich, ne? Aber mithelfen soll ich. Ich habe schon mal ein bisschen Deko gehabt und zwar eine Glitzerwand. Genau so zum Pictures machen. Die sind nur 90 cm groß. Also ja, was sind das für Pictures? So, alle mal auf einen Fleck, bitte. Leute, so. Ich habe noch LED-Luftballons. Die dachte ich, hängt man so da drüber. Okay, und das war's? Digga, du hast eine ganze Garage zu befüllen. Warte. Weißt du, wer heute nach Hause zu uns kommt? Mandy. Mandy! Healthy Mandy. Die Freude mit Kochen, nee. Nein, mit Freude. Ja. Ja, was hältst du davon, wenn ich heute mit Mandy ein bisschen auch mithelfe? Finde ich toll, aber ich habe ein viel größeres Problem. Na? Ich weiß nicht, was ich anziehen soll. Oh my God. Du, und das ist ein Problem. Nee. Besonders. Besonders basic. Aber ganz schön. Oh, Mann, nee. Stopp, was ist das hier für ein Sauhaufen? So kann ich nicht arbeiten, sorry. Ich bin... Oh Gott. Das ist voll nicht Geburtstag, das ist eher voll so. Gar nicht, zieh mal deine Leder. Luisa! Was? Ja, warum? Wie, warum? Jetzt hast du alles rausgefummelt. Du willst ja ein bisschen was extravaganza für deine Geburtstagsparty, ne? Ja. Ich hab da was für dich. Nein! Hast du heute ein Baseball-Match oder wie sieht's aus? Nee, ich spiele die Kommode. Du spielst die Kommode im Theaterstück Möbelhaus? Nee, das Möbel ist sein eigenes Haus, heißt das. Okay, das ist ein bisschen komplizierter Name. Ja, ich wollte ein Getränk. Hier so mit so Gläsern. Super, Autowaschanlage. Was hältst du von einem klassischen Gardinenvorhang? Nee, den habe ich schon. Komm, warte doch den mal. Den habe ich schon bei Sinas Geburtstag an. Warte doch mal. Ich kann doch nicht immer das Gleiche anziehen. Meinst du, da erinnert sich jemand dran, oder? Ja. Mit einem Kroppi drunter? Nein. Okay, warte, okay. Lass mal kurz mein Hirn rattern, ja? Und zwar, ich bin gleich wieder da. Warte. Oh, Luisa, nicht schon wieder. Egal, da wollte ich sowieso nicht nachgucken. Nee. Ich wollte ihn schauen. Digga, bin ich gerne, oder was? Ja. Sag ehrlich, Chiller. Aber nicht zu meinem Geburtstag. Mhm. Ich merk, was das Problem ist. Ne? Du Flotte, du Nana. Hey, baby girl, what you doing tonight? I wanna see what your body do. Kannst du ein bisschen die Hüften selber mitmachen? Hey, baby girl, what you doing tonight? I wanna see what you... Das finde ich ganz toll. Ich mag ja diese beigen Erdtöne, ne? So, und versuch mal jetzt zu tanzen. Hey, baby girl, oh ja, das ist... Und genau, das ist der Vibe, den wir brauchen, ja. Ich würde safe sagen links. Schreib's mal in die Kommis. Ich warte jetzt auf Mandy und dann hilft sie mir, die Garage in eine Disse zu verwandeln. So, ich habe eine helfende Hand bekommen. Wow. So lade ich mich selber ein als Deko. Ja, perfekt. Dann bist du da, ja. Aber keiner bemerkt ja. Halt mal ganz kurz. Mandy und ich sind jetzt gerade noch mal zu Gutni gefahren und haben ja richtige Ausbeute gemacht, ne? Ja. Also Mandy hat schon gesagt, ich bin ja auf dem Dorf. Hier habe ich nicht so viele Möglichkeiten wie du, ne? Aber das ist gut. Das, ne? Ich bin erstaunt. Ja, daraus können wir was zaubern, ne? Ja. Oh, du machst das sauber. Okay, das mache ich nie. Ja. Sollte man machen. Das habe ich schon mal meinem Papa, weil das fasst ja jeder an, weißt du? Ja, ich mag das so. Weißt du? Ich denke mir so, wenn jemand in meiner Cola vorher rumbohrt, auf uns, ne? Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Mireille. Happy Birthday to you. Boah, das ist ja oversized heute. Ja, ich bin hat endlich ihren Lippenstift von Rihanna Fenty Beauty Hot Chocolate bekommen. Und was sagst du? Mega. Wirklich, ja? Riri, Grüße gehen raus, tolle Arbeit. Also Mireille, du hast echt kreative Freunde. Ja, ne? Ja. Sterbe. Entschuldigung. Oh, oh, oh. Liebe Mireille, alles Gute zu deinem
so, oder? Mireille denkt auch, sie hat eine Wertanlage. Ja. Ja? Das ist wie bei Monopoly. Ja, ja, das muss man aufbewahren. Man hat doch dann 50 Cent für irgendwas. Für einen Kaffee an der Tanke. Soll ich die wegschmeißen? Ja, wird nicht weggeschmissen, Mensch. Kaffeegutscheine. Brrr. Wie geil. Mama kommt gerade zu uns und sagt, daran merkt man, dass Mireille und ich Geschwister sind. Ja, räum gerade ab und das ist immer der Rest, der überbleibt. Wird nicht aufgegessen, Luisa? So ein nee. Luisa Mireille. Ich sag's absolut. Ey, wir sind so gleich. Ich bin wie du. Du bist wie ich. Und darum liebe ich euch. Rein tut sich nicht, aber das ist halt doof. Das stimmt ja nicht.